Also ich war zum Beispiel auch zweimal ganz am Anfang in Rojava, in Syrien, und habe dort auch gesehen, wie die Menschen versuchen, dass diese kommunale Selbstverwaltung mit der Gleichberechtigung aller Religionen und Ethnien, mit der Gleichberechtigung der Frauen zu verwirklichen. Und wir leben ja in einem freien Land, aber wir sind ein kapitalistisches Land, und alles Menschenrechte müssen immer zurückstehen hinter den Wirtschaftsinteressen. Vielleicht muss das bis zum gewissen Grad so sein, aber wir wünschen uns schon mehr von dieser basisdemokratischen, freiheitlichen, gleichberechtigten Gesellschaft, die nicht dominiert wird von Wirtschaftsinteressen und militärischen Interessen. Und das ist das, was wir, denke ich, hier auch lernen und hier sehen, dass das unter schwierigsten Bedingungen trotzdem die Menschen da weiter dran festhalten. Naja, also ich denke, das ist, sie greift da in einem fremden Land an, ohne eine Kriegserklärung zu haben, bombardiert da die Leute und setzt Giftgas ein. Alles ist absolut völkerrechtswidrig. Und es ist ein Skandal, dass die internationale Gemeinschaft da einfach zuguckt und nichts unternimmt und die Türkei in Ruhe lässt damit. Sie handeln eben leider gar nicht. Sie nehmen es nicht zur Kenntnis. Sie sagen weiterhin, dass nur die PKK die Bösen sind und die Terroristen. Und die Türkei, die türkische Regierung, das türkische Militär kann machen, was es will, ohne irgendwelche wesentliche Kritik zu erfahren. Und dabei geht es uns natürlich was an. Die Türkei ist NATO-Mitglied. Wir sind also im Bündnis mit der Türkei. Wir können nicht einfach dazu schweigen, eigentlich. Ja, ich kann nur sagen, dass wir immer wieder voller Bewunderung sind für den Widerstand des kurdischen Volkes, für die Kraft, die die Menschen trotz aller Repression haben. Und wir nehmen eigentlich von hier immer auch Ermutigung mit, zu Hause zu arbeiten für die Sache, für den Frieden. Und denke, wir haben es leicht und sind trotzdem müde und sie haben es schwer und geben den Kampf nicht auf. Das ist für uns also immer wieder eine große Ermutigung auch.